Circus Infernale. Als vor gut, na eher schlecht einem Jahr der Zirkus mit der Corona-Pandemie losging und hoffnungslos überforderte Regierungspolitiker sich seitdem als Jongleure und Seiltänzer blamieren, so gut sie können. Das können sie wirklich ganz gut, nur die Rolle des Dompteurs beherrschen sie Gottlob noch nicht perfekt. Seitdem beobachte ich das Geschehen in der Manege einerseits fasziniert, wenn auch fassungslos, aber eben auch zunehmend ängstlich. Nein, ich fürchte nicht, dass die Frau Merkel etwa im Spitzentütü von ihrem Hochseil abrutscht, um in letzter Sekunde vom dummen August Laschet, Söder, aufgefangen zu werden. Und das möchte gern Jongleure wie Altmaier oder Scholz sich ständig möglichst unauffällig, aber eben doch unübersehbar bücken müssen, weil sie einen ihrer zwei Bällchen fallen gelassen haben, geschenkt. Dass sie aber dann auch noch so tun, als ließen sie mindestens 5 Keulen gekonnt durch die Luft wirbeln, nehme ich ihnen doch ein wenig übel. Bemitleidenswert dagegen immer wieder erleben zu müssen, welche Energie die Damen und Herren heiße Luftakrobaten daran verschwenden, den Eindruck zu erwecken, sie balancierten Feen gleich auf Hochseilen oder fingen Kaskaden von Bällchen und Schleuderkeulen traumhaft sicher immer wieder auf. Und das, obwohl sie eigentlich unübersehbar längst vom Seil ins Sicherheitsnetz geplumpst sind oder den Jonglageakt mit leeren Händen, die sie geisterhaft auf- und abbewegen, nur noch pantomimisch vortäuschen. Was mich nicht wundert, aber eben doch zunehmend nervös macht, dass in einer solchen lebensbedrohlichen Krise wie jetzt mit mittlerweile mehr als 80.000 Todesopfern allein in Deutschland hochbezahlte Spitzenpolitiker nicht müde werden zu behaupten, ihnen läge nur das Wohl der Bürgerinnen und Bürger am Herzen, nur um dann im Bruchteil einer Sekunde einer Amnesieattacke zu erliegen. In der Regel, Corona hin, Pandemie her, verwechseln sie dabei geschmeidig Bürgerwohl und Lobbyinteressen, bekanntlich mit verheerenden Ergebnissen. Wenn dann in sich wiederholenden Einzelfällen auch noch rufbar wird, dass immer mehr bis dato hoch angesehene und natürlich über jeglichen Verdacht erhabene Mitglieder ihrer Artistentruppe sich nicht zu schade sind, am Eingang des Berliner Zirkuszeltes als beflissene Hilfspförtner getarnt, beide Hände weit aufhalten, um ihr kümmerliches geordneten Salär ein wenig, naja, vielleicht auch mal um Millionchen aufzubessern. Das macht mich dann nur noch wütend. Um auf meine anfangs erwähnte stetig wachsende Angst zurückzukommen. Warum weiß ich, dass das gar nicht hochverehrte Publikum weiterhin Fakes und Taschenspielertricks mehr vertraut als Fakten? Und die bittere Frage, seid ihr wirklich so dumm? Die Kurt Tucholsky bereits 1931 in seinem unter dem Pseudonym Theobald Tiger veröffentlichten Gedicht an das Publikum stellte, verständnisvoll biederbejahend weiter den Politartisten in der Arena des Cirque Infernal zujubelt. Da fällt mir dann wiederum nur noch einmal der Humanist Kurt Tucholsky ein. Sein prophetisches, bitterböses Gedicht endet so. Ja dann, es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen, kannst die Wahrheit nicht vertragen, bist also nur ein Grießbreifresser? Ja dann verdienst du es nicht besser. Dieser Meinung Kurt Tucholskys schließe ich mich voll inhaltlich an. Ihr, euer Jos von Agen.